Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Talk 1. 2020 geht dem Ende zu. Welches Adjektiv würden Sie diesem Jahr geben? Es war definitiv ein schwieriges Ausnahmejahr, aber es hat Menschen gegeben, die uns durch diese Zeit geholfen haben, die durch ihren Einsatz im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden sind. Sie haben dafür gesorgt, dass wir 2020 nicht nur als Schreckensjahr in Erinnerung behalten müssen. Für viele Menschen hat es also auch gute Erlebnisse in diesem Jahr gegeben. Vielleicht wollen Sie Ihre positiven Erlebnisse ja auch teilen und anderen Menschen damit ein gutes Gefühl geben. Das können Sie gerne tun auf debatte.orf.at. Zwei, die in diesem Jahr Menschenleben gerettet haben, begrüße ich jetzt im Studio. Osama Abu El Hosna, schönen guten Abend. Guten Abend. Und Manfred Ihle, schönen guten Abend. Guten Abend. Osama, Sie haben während des Terrorangriffs in Wien einem Polizisten, einem schwer verletzten Polizisten, das Leben gerettet, weil Sie ihn aus der Schusslinie herausgezogen haben und sich um ihn gekümmert haben und ihn dann sogar bis zum Krankenwagen getragen haben. Wie oft denken Sie denn jetzt, also das Attentat ist einen Monat her, wie oft denken Sie denn noch an diesen Moment zurück? Also die erste zwei Wochen war wirklich hart für mich. Und jetzt durch den, also die Leute, die mir schreiben, die ganze Zeit mit mir Kontakt haben und meine Freunde und meine Familie, also sag mal, dass ich vergessen habe. Ich versuche, dass ich also vergesse. Mhm. Belastet es Sie? Jetzt nicht, Gott sei Dank. Also, mhm. Aber erst zwei Wochen wirklich war sehr hart. Mhm. In diesem Moment, der Terroranschlag, also war nicht in meinem Kopf. Nachher ist alles dann die ganze Zeit in meinen Gedanken und so. Mhm. Träumt man dann auch noch davon oder sind das immer so Momente, die dann wieder aufblitzen? Also ich träume nicht, weil also mein Gehirn schläft nicht. Also mein Körper, Augen schon, mhm. aber Gehirn nicht. Mhm. Hatten Sie denn keine Angst in diesem Moment, wo Sie da den Polizisten herausgezogen haben? In diesem Moment, also am Anfang habe ich schon Angst, aber wenn ich so mit Angst bleibe, werde ich mich nicht retten, den Polizisten auch. Also ich werde gar nichts machen. Mhm. Und deswegen, man muss von Angst weglaufen. Mhm. Weil Angst ist nicht gut für mich, für auch andere Leute. Mhm. Sehr, sehr mutig, muss man sagen. Okay. Herr Ihle, Sie sind der Kommandant der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei und Sie waren in dieser Nacht der Einsatzleiter. Sie waren eigentlich, sagen wir mal so, Herr über 700 Polizisten, die Sie befähigt haben an diesem Abend. Jetzt sind Sie schon einiges gewohnt, weil Sie waren bei der WEGA und haben sicher schon Sachen gesehen, die wir uns alle nicht vorstellen können und wollen. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie an diese Nacht zurückdenken? Setzt das auch einem so erfahrenen Polizisten wie Ihnen zu? Es ist natürlich keine alltägliche Nacht oder kein alltäglicher Einsatz gewesen. Und natürlich berührt und beschäftigt so ein Einsatz jemanden, auch mit viel Erfahrung. Man denkt natürlich sehr viel darüber nach, hat man es richtig gemacht, hätte man was anders machen können. Aber ich denke, so wie so oft im Leben, man durchlebt immer schwierige Situationen im Leben. Und wesentlich ist, dass man versucht, irgendwo positive Aspekte dazu finden, so schwer das jetzt natürlich in so einer Situation auch ist. Was waren denn die positiven Aspekte für Sie? Für mich war es positiv zu sehen, wie die Bevölkerung reagiert, wie auch der Herr Osama, der da jetzt nicht das Menschliche tut, zu sagen, ich schütze mich und begebe mich in Sicherheit, sondern der sein Leben riskiert für einen wildfremden Menschen. Das ist wirklich Respekt und Hochachtung. Ich nehme Positives mit, die Bevölkerung, wie sie reagiert hat. Da haben Leute anderen Personen, die sie nicht kennen, Unterschlupf angeboten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich nehme Positives mit, die Rückmeldung an der Bevölkerung, an die Exekutive. Mhm. Aber dieses generelle Bild, was die Österreicherinnen und Österreicher oder sagen wir die Menschen, egal wo sie herkommen, in dem Land einfach gezeigt haben, wir lassen uns nicht spalten, wir halten zusammen. Und gerade wenn man sich den Bereich ansieht, wie viele Kerzen, wie viele Kundgebungen in schriftlicher Form, durch Gedichte, durch Briefe und so, dort hinterlegt wurden, zeigt schon, dass man da auch so traurig der Anlass jetzt ist und wirklich was Positives mitnehmen kann, abgesehen jetzt von rein polizeilich positiven Aspekten, die natürlich auch für mich als Kommandant da gegeben waren. Mhm. 700 Polizistinnen und Polizisten zu koordinieren, wie funktioniert das? Wie haben wir das unter Kontrolle? Also vorweg zu sagen, so ein Einsatz funktioniert nur, wenn jeder seinen Teil tut. Also dort kann er irgendwas Besonderes mehr getan wie der andere. Sage ich immer, ich vergleiche es immer mit einer Kette.
so stark wie das schwächste Glied, sagt man. Ich habe auch nur einen Teilbereich, sage ich, übergehabt. Es hat einen Bereich gegeben, wo rein die Spezialkräfte, die Vega und die Cobra waren. Es hat einen Teilbereich gegeben, wo die Kräfte der Verkehrsabteilung waren, die genauso immens wichtig sind wie jeder Einzelne. Und dann funktioniert es, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Ich habe viel Unterstützung gehabt von Kollegen aus meiner Einheit, die ich mir sozusagen zur besonderen Verwendung, wie es heißt im Fachjargon, genommen habe zum Aufgabendelegieren, zum Transportieren. Man darf nicht vergessen, es ist eine Informationsüberflutung sondergleichen. Das ganz Beispiel, wir haben über 2000 Files, Medienfiles, über die Funksprüche gehabt, das hochgerechnet in etwa für diesen Einsatz 8.000 bis 10.000 Funksprüche ergeben. Mein Handy war gar nicht mehr in der Lage, die Anrufliste anzuzeigen, weil die einfach übergegangen ist. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Du hast oder du musst hoffen, das Glück zu haben, das ich hatte, nämlich tolle Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützt haben, die Aufgabenpakete übernehmen, die sozusagen meine Gedankengänge dann weiter transportieren. Ja, also man muss auch immer aufs notwendige Glück hoffen bei so einem Einsatz. Osama, Sie haben den Attentäter, der dann auch auf Sie gezielt hat, auf Arabisch angesprochen. Warum haben Sie denn das gemacht oder was wollten Sie damit bewirken? Weil ich habe es mir gedacht, dass er also ein Araber ist und so kann mich verstehen. Das ist, es geht nicht um Religion, weil ich bin auch Muslim hier gewesen. Alle, die mit mir gewesen sind, sie waren auch Muslim. Habe ich mir gedacht, vielleicht hört er auf mit also Schießen auf mich. Mhm. Also Anfang hat er langsam auf uns geschossen. Aber wo habe ich mit ihm angesprochen? Er hat nicht aufgehört, sondern weiter geschossen und mehr. Also er wollte mich einfach fertig machen, weil also nur ich und ein Kollege von mir, wir waren dort, sind dort gewesen. Und in diesem Moment, Gott sei Dank, die Polizei gekommen. Mhm. Sie kommen aus Gaza ursprünglich? Genau. Waren Sie denn schon einmal in so einer ähnlichen Situation? Oder woher haben Sie dieses... Ja, genau. Also das hat sich gesammelt in Erfahrung, weil meine Kindheit, also Zeit in Palästina gewesen, in Gaza. Mhm. Ich habe auch meine Familie verloren. Ich habe schlimme Sachen gehabt. Mhm. Deswegen, also in diesem Moment, habe ich gewusst, was ich machen soll. Und ich war in diesem Moment, also ich wollte mich auch, falls er näher kommt, dass ich zu ihm springe, bevor die Polizei hier gewesen sind. Also ich war in Sicherheit, mir war klar alles, was ich gesehen habe, wie er hat auf mich geschossen. Ich war auch bereit, dass er, wenn er, falls er kommt, ich werde auf ihn springen. Weil meine Kollegen habe ich ihn, er war noch näher. Der Täter war weit von mir 15 Meter, aber er war näher von meinen Kollegen 10 Meter. Mhm. Deswegen, ich habe Abstand von meinen Kollegen, falls er zu meinem Kollegen kommt, dass ich schnell auf ihn laufen kann und ihn stoppen. Wie ist denn das, wenn man, Sie haben gesagt, in Ihrer Kindheit, Sie kennen solche Situationen. Wie ist das dann, wenn man so etwas erlebt in einer vermeintlich sicheren Umgebung wie in Wien? Also das ist schwer und also deswegen bin ich dort geblieben und wo die Polizei also wurde erwischt ist. Deswegen, ich habe nicht Sorgen auf den verletzten Polizisten, weil er war fast knapp bewusstlos, sondern auf andere. Mhm. Ich wollte nicht also ihn lassen im Stich, dass er diese Zeit lebt, was ich in Gaza überlebt habe. Mhm. Deswegen bin ich doch mit ihm geblieben und habe ich auch mit ihm ganz laut geredet, dass gar nichts ist. Also wir werden ihn stoppen und so. Mhm. Obwohl wirklich es sehr schlimm war und von den anderen Polizei, er war wirklich, sag mal, schockiert. Ich war auch wirklich schockiert. Ja, natürlich. Ja. Ja. Herr Ihle, wie geht's denn dem verletzten Polizisten? Also der Kollege ist mittlerweile Gott sei Dank aus dem Spital wieder zu Hause, in gewohnter Umgebung. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Mhm. Nähere Details möchte ich natürlich jetzt da nicht verbreiten. Aber es ist schön, dass er aus dem Spital wieder heraus ist. Wie ist denn das bei Ihnen, wenn Sie an diesen Einsatz zurückdenken, wie viel Emotionalität ist denn da noch da? Also, oder ist das Emotionalität, wie man da handelt, oder ist das reine Arbeit? Jetzt schaltet man da das Hirn einfach aus. Na, Hirn ausschalten wäre ein schlechter Zugang, also das würde ich nicht empfehlen. Nein, ich sage, klassisch gesehen kann man sagen, man funktioniert. Mhm. Das heißt, die Erfahrung, die man gesammelt hat, die Ausbildungen, die man gesammelt hat, die man erst im Nachhinein dann erst bewusst wird, wie gut das war, verleitet dazu zu funktionieren, Angst einmal auszuschalten, unter Anführungsstrichen. Angst ist da, aber man hat keine Zeit dafür beim Einsatz. Weil beim Einsatz gilt es, Entscheidungen zu treffen, Maßnahmen zu setzen. Und das ist der wesentliche Punkt,
dass man einfach einmal funktioniert in diesen Momenten. Ne? Wie geht es denn den Beamtinnen und Beamten, die da dabei waren? Verkraften die so einen Einsatz leicht oder ist da auch sehr viel nach? Nein. Also leicht, wir sind keine Maschine, ne? Wir sind Menschen, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle, wir haben Ängste, das ist gar kein Thema. Ne? Für uns ist aber jetzt auch wichtig als Organisation, aber auch als Kommandant einer Einheit, sich um die Kolleginnen und Kollegen im Nachhinein dann auch noch zu kümmern. Wir haben da Gott sei Dank ein sehr bewährtes System im Peer Support, also da gibt es Betreuung für die Kolleginnen und das wird Gott sei Dank auch in Anspruch genommen. Weil das ist das Mindeste. Wir haben gesehen bei diesem Einsatz, dass sehr, sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen auch dabei waren. Aber alle, unabhängig wie lange sie dabei waren, so wie ich das wahrgenommen habe, haben mit einem derartigen Mut und Entschlossenheit dort gehandelt, um einfach das Beste in dieser schrecklichen Situation an den Tag zu legen. Und ein klassisches Beispiel ist, wenn man sich überlegt, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus der Freizeit gekommen sind, wenn man da jetzt darüber nachdenkt, dass man sagt, das normale menschliche Verhalten wäre ja bei einer Gefahr immer zu flüchten oder anzugreifen, je nachdem, was halt notwendig ist oder machbar ist. Jetzt muss man als Polizist sich eh schon in die Gefahr begeben, das ist unser Job, das ist uns bewusst. Aber dann stehen, bei meiner Einheit waren es 93 Leute, aber insgesamt waren es über 600 Leute, die zu Hause aufgestanden sind, von ihren Liebsten sich verabschiedet haben, um sich in Gefahr zu begeben für die Menschen in dieser Stadt. Und das, muss ich sagen, ist etwas, was ich für mich als sehr, sehr Positives mitnehme von diesem Einsatz und das mich wirklich mit Riesenstolz erfüllt, mit solchen Kolleginnen und Kollegen diesen Einsatz meistern zu dürfen. Osama, Sie waren ja schon mal, oder Ihre Familie war schon mal in den Medien, allerdings mit einem, mit einer sehr negativen Nachricht. Ihre Familie wollte im Weinviertel ein Haus kaufen und das hat man Ihnen verweigert. Die Gemeinde hat das nicht zugestanden, wegen Ihrer Religion, wegen Ihrer Herkunft. Sie haben das Haus dann heuer im Februar trotzdem kaufen dürfen. Wie ist denn die Situation jetzt? Nimmt man Sie dort mehr an? Sind die Menschen zu Ihnen gekommen und haben Ihnen gratuliert oder Ihnen gedankt? Also bis jetzt, wir wohnen noch immer nicht dort, weil meine Mutter hat Angst auf uns. Sie hat Angst, dass die Nachbar, dass wir mit Nachbarn streiten oder jemand uns angreift oder so. Und bis jetzt, also von diesem Ort, keiner hat sich angemeldet, den Bürgermeister auch. Er ist auch trotzdem nicht zufrieden, dass wir dort umziehen dürfen. Und also nach diesen Anschlägen, was ich getan habe, ich hoffe, dass sie ihre Meinung ändern, ihre Gedanken und so. Und dass sie wissen, dass wir nicht solche Menschen, wie sie denken oder so. Und dass sie wissen, dass wir werden auch erste Personen für diese Stadt, falls irgendwas passiert ist oder so. Wir werden für diese erste Leute sterben. Weil das ist genau meine zweite Land, meine zweite Stadt. Hier lebe ich, hier werde ich meine weiterleben, hier werden meine Kinder wachsen. Sehr viele Menschen wissen zu schätzen, was sie gemacht haben und haben mir noch sehr viel Zuspruch zukommen lassen. Sie sind von der Polizei geehrt worden, Sie haben so ein Polizeiabzeichen bekommen. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat Ihnen gratuliert. Was bedeuten Ihnen diese Ehrungen? Fühlen Sie sich da als Held? Wie ich gesagt habe, wirklich, ich fühle mich gar nicht als Held, weil ich habe es gar nicht gemacht. Weil ich glaube, jeder wird das machen, was ich getan habe. Und es waren doch genug Leute. Glauben Sie? Und die Polizei auch. Die waren wirklich sehr mutig. Und deswegen habe ich mehr Kraft gehabt, wo habe ich die Polizei gesehen und so. Und ich glaube, es gibt genug Leute wie ich oder besser als ich, dass sie besser machen und verändern können. Herr Ihle, gehen Sie eigentlich noch zu den Tatorten? Ich war privat vor 3 Wochen in etwa dort, das ist abgegangen, einfach die Eindrücke für mich noch ein bisschen wirken zu lassen. Ich war vor kurzem wieder mal dort. Für mich ist einfach das Wunderschöne, und das kann ich nur unterstreichen, dieser Zusammenhalt der Bevölkerung, dass man sich nicht spalten lässt von sowas und dass man nicht glaubt, dass es da irgendwo schlechte Gruppierungen von Menschen gibt. Es gibt einzelne schlechte Menschen, die gibt es immer und überall, seit jeher, aber keine Gruppierungen, man soll nicht verallgemeinern. Sind wir stolz, dass wir in einer wunderschönen Stadt leben, mit einer Vielfalt, und halten wir zusammen und lassen wir uns nicht spalten. Das ist mein persönliches Resümee. Das finde ich ist auch ein sehr schönes Schlusswort für Ihre Runde. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ja. Vielen Dank, Herr Ihle. Vielen Dank, Osama. Und Gerne. Ich finde trotzdem, dass Sie ein Held sind für das, was Sie getan haben. Vielen herzlichen Dank. Danke trotzdem.
Ja, das Jahr 2020 hatte trotz seiner vielen Schrecklichkeiten eben durchaus auch schöne Momente zu bieten. Welche das waren, das wollten wir von Menschen in Wien und Innsbruck wissen. Also ich habe dieses Jahr meinen Abschluss gemacht, meinen Bachelorabschluss. Und das war schon was, was wichtig war für mich und was auf jeden Fall ein Highlight war, ja. Ja, ich habe die Matura gemacht. Ich habe meine Hacken, also eine Arbeit gefunden. Ich habe Erben kennengelernt. Die Geburt meiner Nichte. Das war der größte Glücksmoment. Auch viel Familienzeit mit dem Kleinen, also die ganzen Entwicklungsschritte. Hat man mitgemacht oder ich mitgemacht in dem Fall. Und das war definitiv sehr positiv. Ein cooles Auto gekauft. Das ist ein hübscher Mercedes. Ich habe meine Haare gefärbt. Ich habe mir die Lippen gemacht. Mein Geburtstag im September. Da war noch vieles möglich und ich konnte den ausgiebig feiern. Also ich war wirklich noch nie so viel draußen und spazieren wie jetzt. Also wir sind gemeinsam nach Wien gezogen. Und haben einen Balkon. Der Balkon ist das Highlight. Ja. Ja, ich fand meinen Sommerurlaub voll schön. Unser Sohn will nur mehr campen ab jetzt. Also es hat viele coole Momente auch gegeben. Unzählige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben uns in diesem Jahr die Corona-Pandemie näher gebracht und erklärt. Und eines der großen Gesichter der Covid-19-Krise ist die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl. Die Leiterin des Zentrums für Virologie ist durch ihr kompetentes, unaufgeregtes Verhalten zum heimlichen Star avanciert und wurde unter anderem als Frau des Jahres 2020 ausgezeichnet. Ich begrüße Sie jetzt in unserem Interviewstudio. Schönen guten Abend, Frau Puchhammer-Stöckl. Guten Abend. Frau Puchhammer-Stöckl, wenn Sie auf das Jahr 2020 zurückblicken, mit welchem Wort würden Sie es denn charakterisieren? Ein Sturm, vielleicht wäre das ein richtiges Wort dafür, der über uns hinweggebraust ist, über das Zentrum für Virologie. Wirklich ein Orkan, mehr oder weniger, ja. Sie sind jetzt so einer der gefragtesten Interviewpartnerinnen geworden in der Krise und eigentlich von heute auf morgen plötzlich so dieses das TV- und Expertinnengesicht geworden. Wie geht man denn mit so einer Situation um? Na, es ist ein bisschen eigenartig, weil eigentlich sind wir am Anfang dieser Corona-Pandemie in die Medien gegangen und haben diese Interviews angenommen, um Virologie zu erklären, um zu verständlich zu machen, wie funktioniert ein Virus, wie trifft es auf die Schleimhäute und so weiter, wie ist die Pathogenese einer Infektion. Im Prinzip ist das etwas, was wir die ganze Zeit auch machen für Studenten oder wir erklären auch Freunden, wie eine Virusinfektion funktioniert. Das ist jetzt nichts so Ungewöhnliches. Aber dass das dann nicht aufhört, sozusagen, dass man es nicht ein paar Mal erklärt und das war's dann, sondern dass man immer wieder gebraucht wird, das ist schon bemerkenswert. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Interviews gegeben, nicht nur ich, also meine Kolleginnen auch am Institut für Virologie haben ganz viele Interviews gegeben. Ja. In Deutschland hat es ja vor allem einen großen Star unter Anführungszeichen gegeben, den Virologen Drosten. Wie ist denn das in Österreich? Wie würden Sie denn Ihre Rolle beschreiben, vor allem auch als Frau in dieser ganzen Branche? Ja, also prinzipiell ist es sehr unterschiedlich, wie wir, glaube ich, an die Sache herangehen. Also der Christian hat von Anfang an sich sehr medial präsentiert, ist sehr offensiv auch hinausgegangen. Er ist auch der Corona-Spezialist in Europa eigentlich und das war auch verständlich und es ist für alle im deutschsprachigen Bereich gut, dass er seinen Podcast hat und so weiter. Wir haben das eher weniger gemacht, auch wie viele andere Kollegen übrigens in Deutschland und in noch anderen Ländern. Also ich glaube, wir sehen das eher so, wir machen Forschung und versuchen, die optimale Diagnostik im Bereich der Virologie zu machen, aber nicht jetzt hinauszugehen und sagen, das sollte man tun und der Staat sollte, so wie jetzt zum Beispiel die Leopoldina, sondern wir versuchen eher, das wirklich Virologische zu beherrschen und unser Fachwissen noch einzubringen. Und uns interessieren ja eigentlich ganz andere Fragen, zum Beispiel, warum haben manche Leute so eine schwere Infektion, andere gar nicht? Was ist der Unterschied zwischen Antikörperantworten, die schwach sind, die stark sind? Was unterscheidet Menschen diesbezüglich? Also das sind die Fragen, die sich eigentlich Virologen primär stellen. Und weniger, wie gehen die Zahlen hinauf oder hinunter? Das machen eher die Modellierer in Österreich und die Mathematiker. Die Wissenschaft ist jedenfalls sehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und hat einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Dann ist es ein bisschen gekippt, weil viele Menschen auch unsicher geworden sind, weil Wissenschaftler A was anderes gesagt hat wie Wissenschaftler B. Wie nehmen Sie denn jetzt die Stellung der Wissenschaft wahr? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein schwieriges Aufeinandertreffen zweier Welten. Also wir sind als Wissenschaftler absolut gewöhnt, dass wir
versuchen, uns der Wahrheit anzunähern und dieser Wahrheit immer näher zu kommen durch unsere Forschungsprojekte. Wir schicken aber unsere Arbeiten natürlich an Journale und dort werden sie begutachtet durch andere Wissenschaftler, die sie auch sehr gut auskennen. Und im Dialog wird dann eben eine Publikation fertiggestellt. Und im Dialog mit den anderen, also auch mit Kritik umzugehen, ist etwas absolut Selbstverständliches, weil jeder hat auch ein bisschen einen anderen Einblick vielleicht in die Materie. Und wir kennen das eigentlich nicht anders, es ist ganz normal. Aber wenn man diese Interaktion zwischen Wissenschaftlern jetzt möchte oder überträgt in ein normales Leben, dann wirkt das immer so als Gegensätze und wird auch von Medien zum Teil, also in Deutschland war das teilweise sehr stark, so als Kontrast gespielt. Aber das ist es nicht, weil das ist eine Annäherung an die Wahrheit, die wir eben versuchen auf unterschiedlichen Wege offensichtlich. Mhm. Aber es ist sehr schwierig auch zu verstehen. Und was ich auch sehr problematisch fand in der letzten Zeit oder in dieser Corona-Krise, es gibt so unendlich viele wissenschaftliche Publikationen. Viele davon sind ja nicht einmal noch gereviewt, wie wir sagen, also von unabhängigen Experten begutachtet. Und das kommt aber schon an die Öffentlichkeit. Und da ist es klar, dass sich Menschen oft nicht auskennen, was das jetzt eigentlich bedeutet, so oder dieses Ergebnis oder ein anderes. Wenn wir auf das nächste Jahr schauen, wenn alles gut geht, dann wird es im Jänner einen Impfstoff geben für Europa, für Österreich. Großbritannien hat eine Notfallzulassung für diesen Impfstoff beantragt. Warum hat die EU diese Notfallzulassung nicht beantragt? Ja, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, die EU hat eines der gründlichsten Verfahren, um Impfstoffe zu bewerten. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn Großbritannien und jetzt auch Kanada also den Impfstoff zulassen. Das spricht schon sehr dafür, dass die Qualität gut ist. Aber es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn in Europa und auch in den USA im Übrigen genau hingeschaut wird und man sich auch die Zeit lässt, die man braucht, um dann wirklich einen sicheren Impfstoff zuzulassen. Wie wird sich denn unser Leben durch den Impfstoff verändern? Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man zuallererst die vulnerablen Gruppen impft, also vor allem auch die älteren Personen, Immunsupprimierte auch, aber vor allem also die vielen älteren Personen, die jetzt ja sehr einsam zum Teil leben. Und ich glaube, das wird einer der großen Dinge sein, wenn die immun sind und geschützt sind gegen das Virus, dass man auch mal die alten Großmütter und Großväter wirklich mal in den Arm nehmen kann und nicht immer Angst haben muss, man ist ein Gefährder oder eine Gefährderin für sie. Sie haben gesagt, das Jahr 2020 war wie ein Sturm für Sie. Wenn Sie so persönlich darauf zurückschauen, hat es denn für Sie auch schöne Momente gegeben oder was waren Ihre schönen Momente? Ja, es waren unglaublich viele Momente und es war eine Mischung aus ganz viel und hochinteressant. Das Wichtigste und eigentlich Beste an diesem ganzen Jahr war eigentlich das Institut für mich, die Mitarbeiterinnen, die von Anfang an, also es hat bei uns ja schon Ende Jänner begonnen, Unglaubliches geleistet haben, bis in die Nacht hinein Tests gemacht haben. Wir waren das erste Institut, weil wir ja auch spezialisiert sind auf so seltene Virendiagnostik, auch von Viren, die selten vorkommen. Und wir hatten so viele Einsendungen am Anfang, konnten das praktisch fast nicht bewältigen, weil wir sind ja nicht auf Massentests eingerichtet. Und die ganzen Mitarbeiterinnen sind geblieben, obwohl sie Mütter sind zum Teil, Kinder im Homeschooling teilweise hatten. Kollegen sind reingekommen, haben in der Nacht noch Befunde abgearbeitet. Es war ein unglaublicher Zusammenhalt in dem Team. Wir wussten immer schon, dass wir wirklich besonders sind und ein sehr, sehr lebenswertes Institut sind und großartige Menschen haben in diesem Institut. Aber das hat dermaßen gut funktioniert und es hat auch wirklich nur funktioniert, weil jeder seins gemacht hat und seinen Teil genommen hat und einfach gemacht hat und zusammengehalten hat. Und das hat uns eigentlich geholfen, bis Juni mal durchzuhalten, bevor dann der Sommer kam zum Durchschnauch. Also das war wirklich bemerkenswert. Man weiß ja von Ihnen persönlich eigentlich relativ wenig. Ich habe so ein bisschen geschaut, ob ich was finde. Ich habe nur gefunden, Sie haben zwei Töchter, einen Hund und Sie spielen mit Freunden gerne Kammermusik. Ist denn sowas, was man sich jetzt, wie man sich das Weihnachtsfest bei Ihnen vorstellen kann, dass dann da auch wirklich Kammermusik gemacht wird? Naja, wir würden vielleicht gerne, aber das Singen fällt aus dieses Jahr. Erstens einmal, zweitens gibt es kein großes Weihnachtsfest, sondern wirklich nur im kleinsten Rahmen. Und also vielleicht kann man das Singen über Musikinstrumente ein bisschen abfedern, aber es wird im kleinsten Rahmen sein und ganz anders als sonst.
Wir werden das alles nachholen, spätestens nächste Weihnachten oder vielleicht schon im Sommer. Also irgendwas werden wir stattdessen dann machen, wenn es wieder geht. Aber diese Weihnachten werden eher klein und bescheiden werden. Ja. Frau Buchhammer-Stöckl, ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und einen schönen Abend noch. Gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, eines steht fest, die Pandemie trifft uns alle gleich, auch die Prominenten. Welche Momente waren denn für Sie in diesem Jahr schön? Auf was freuen Sie sich? Mit meinem Debüt gegen Norwegen und dann ja, meinem ersten Länderspieltor gegen Rumänien. Das waren einfach zwei wunderschöne Momente, zwei Dinge, von denen ich immer träumt habe als kleines Kind. Und ja, das ist mir in dem schwierigen Jahr gelungen. Ja, 2020, was für ein Jahr. Für mich war trotzdem das Schönste, dass ich einen Zusammenhalt in einer Gesellschaft gespürt habe, dass ich gemerkt habe, nur wir alle zusammen können gemeinsam einen Unterschied machen. Meine Tochter hat im Mai dieses Jahres maturiert unter wahrlich schwierigen Corona-Rahmenbedingungen und es gab andere Glücksmomente beruflich. Doch hey, was wäre ich denn für ein Vater, wenn das nicht der allerschönste Moment für mich im Jahr 2020 gewesen wäre? Als mir die New York Giants angerufen haben und mir mitgeteilt haben, dass ich Teil des Teams für 2020 bin, in so einem Jahr in New York Football zu spielen, ist noch ein Traum. Ich habe seit 5 langen Jahren endlich wieder richtig Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden hier in Österreich verbringen dürfen. Der Spießertraum schlechthin. Ich habe Karotten gezogen im ersten Lockdown, die tatsächlich zwar unförmig, aber wohlschmeckend waren. Wir müssen uns mit kleinen Schritten einfach zufrieden geben und dann wird das passen. Also es muss ja nicht gleich ein Rockkonzert mit 50.000 Besuchern sein. Mir reicht schon ein Bierchen mit meinen Spätzl. Dass wir die Mundschürzen wieder loswerden, dass sich alles halbwegs beruhigt wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf 2021 mit dem klaren Ziel, den Olympischen Spielen in Tokio. Jetzt wird auch an der Form gefeilt, damit dann in Tokio alles stimmt. Jetzt haben drei weitere Muntermacher des Jahres 2020 am Podium Platz genommen. Klaus Schwertner, der Generalsekretär der Caritas. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und die Schüler Mahmoud Mahmoud und Elias Bracher. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Mahmoud, Elias, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Sie sind ja ganz besondere Muntermacher, wie ich finde. Sie haben mit Freunden Einkaufen gegen Corona ins Leben gerufen im ersten Lockdown. Also für Menschen, die nicht selber einkaufen gehen, weil sie eben zur Risikogruppe gehören, dass sie für diese Menschen einkaufen gehen. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Naja, wir begannen die Initiative am 13.03.2020. Ich erinnere mich noch ganz genau. Da kam der Paul Hofbauer, einer unserer Mitinitiatoren sozusagen, auf die Idee, durch die Nachbarschaftshilfe-Challenge, dass wir vielleicht was Ähnliches machen. Mhm. Natürlich haben wir uns diese Idee genauer angeschaut und dachten uns, okay, dann machen wir das einfach für ganz Wien. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, die Initiative zu gründen und schon am ersten Arbeitstag rasselten die Aufträge ein. Aber das ist ja nicht so selbstverständlich, weil wie alt sind Sie? 16? Ich bin 15 Jahre alt. 15 und 16. Ja. In diesem Alter herzugehen und zu sagen, okay, wir hätten jetzt zwar eigentlich, wir wären im Lockdown, aber wir verwenden unsere Zeit für ältere Menschen. Woher kommt das? Naja, man muss natürlich denken, was andere Menschen in dieser Zeit durchmacht. Mhm. Wir haben natürlich auch an andere Leute gedacht, nicht nur an uns. Und wir haben uns gedacht, uns geht es in dieser Situation verhältnismäßig ganz gut. Ich meine, wir können in unserem Alter, gehört man nicht zur Risikogruppe. Und wir haben uns gedacht, es gibt viele Menschen, für die die Situation noch viel schwieriger ist als für uns mit der Schule. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, aber natürlich es ist das natürlich. Ältere Menschen sind da viel mehr bedroht. Und deswegen haben wir uns gedacht, helfen wir vielleicht denen, die mehr betroffen sind und nutzen so unsere Zeit für einen guten Zweck. Und es kommt ja, Mahmoud, vielleicht bei Ihnen auch ein bisschen aus der familiären Geschichte heraus, weil Ihr Vater ist ja Diabetiker. Genau. Hat schon zwei Herzinfarkte. Mein Vater ist eben ein Risikopatient. Mhm. Und natürlich war es, also war meine Mutter anfangs, also eher meine Mutter anfangs sehr skeptisch. Da eben glücklicherweise war mein Vater zu der Zeit nicht in Wien und deshalb konnte ich die Initiative machen und eben ihr nachgehen. Mhm. Aber am Anfang waren meine Eltern da sehr skeptisch, aber ich konnte sie irgendwie überreden. Und um ehrlich zu sein, bei den Aufträgen haben wir wirklich gemerkt, dass die Menschen uns so sehr brauchen und dass wir bei den Menschen waren und sie uns dann wirklich gesagt haben, dass sie nicht wussten, was sie ohne uns überhaupt machen könnten und dass sie zwar die Möglichkeit hätten, in den Supermarkt zu gehen und sich etwas zu essen zu kaufen, aber es nicht können, da sie Angst um ihr Leben anfangs haben, da wir am Anfang ja nicht viel über das Virus wussten. Und deshalb war das natürlich auch etwas sehr... Ja. Da habe ich das gerne in Kauf genommen eigentlich. Mhm.
Herr Schwertner, ist denn die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Corona-Pandemie angestiegen? Ich glaube, so wie man das gerade gehört hat, es ist unglaublich, was es auf der einen Seite für Hilfsbereitschaft gibt, auf der anderen Seite natürlich auch für Not. Ganz viele Menschen sind unter Druck geraten in diesem Jahr, sind in ganz schwierigen Situationen. Wir sehen das bei unseren Lebensmittelausgabestellen. Wir sehen das auch, wie die, wir vorher im Interview schon gehört haben, dass viele Menschen einsam sind. Aber wir sind auch als Hilfsorganisationen vor großen Herausforderungen gestanden. Ich denke nur, dass wir etwa bei unserem Projekt Lebensmittel und Orientierung plötzlich 80% der Freiwilligen beim ersten Lockdown nicht mehr zur Verfügung gehabt haben. Dann haben wir einen Aufruf gemacht. Dann haben sich innerhalb von 3 Wochen 4.000 Menschen allein in Wien gemeldet. Das waren ganz viele junge Menschen, so wie die beiden Burschen, die gesagt haben, wir wollen da mitmachen, wir wollen aktiv werden, wir wollen etwas beitragen, damit es anderen besser geht. Und das ist dann auch ganz schnell gegangen. Innerhalb von 24, 48 Stunden sind die eingeschult worden, haben Lebensmittelpakete geschnürt, waren in den Ausgabestellen, haben mit angepackt, haben bei unseren Suppenbussen unterstützt, die jeden Abend unterwegs sind. Das heißt, wir sehen beides. Wir sehen, dass es sozusagen diese Not gibt. Allein wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut, wenn man sieht, wie verzweifelt sich teilweise Menschen in der Sozialberatungsstelle bei uns in ganz Österreich melden und wie viele Menschen da neu unter Druck geraten sind und in ganz schwierige Situationen. Und wir sehen, was es für Hilfsbereitschaft gibt. Und da sind auch neue Projekte entstanden, die ganz großartig sind. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Situation, das war an einem Sonntagabend, gleich nach dem Lockdown, dem ersten. Und da haben wir überlegt, was können wir denn tun, weil ganz viele Menschen zu Hause gesessen sind, alleine waren und sich große Sorgen gemacht haben, auch Angst gehabt haben. Wir hatten da schon im Vorfeld eine Idee, das Plaudernetz zu initiieren. Und ich habe damals über LinkedIn, weil ich keinen Kontakt direkt von ihm hatte, den Andreas Bierwitt vom Magenta kontaktiert. Und wir haben dann gesprochen und sofort am nächsten Tag losgelegt, innerhalb von 3 Wochen dieses Projekt aus dem Boden gestampft. Eine Hotline, wo Freiwillige von überall, weil die Anrufe werden aufs Handy durchgeschalten, entsprechend für andere da sein können. Mhm. Eine Plaudernetznummer, wo man einfach im Gespräch sein kann, schaut, dass sich niemand alleine fühlt, die täglich erreichbar ist von 12 bis 20 Uhr. Mhm. Und wenn man dahinter ein bisschen hört, die Geschichten, wie viel Mut das macht, wie viel Zuversicht das macht und wo auch deutlich wird, ja, wir müssen Abstand halten. Aber wir können uns auch nahe sein und wir können deinen Beitrag leisten. Das ist mir sehr schön zu sehen. Elias, haben Sie das auch gemerkt, was der Herr Schwertner jetzt gerade gesagt hat, dieses mit Menschen reden, dass das auch, wenn Sie die Lebensmittel dann hingebracht haben zu den Menschen, dass es auch viel Ihnen passiert ist, dass einfach geplaudert wird? Durchaus. Also man hat hier sehr viel Dankbarkeit auch gespürt. Natürlich mal mehr, mal weniger. Aber natürlich hat man hier auch Gespräche und auch Menschen teilweise ein bisschen näher kennengelernt, natürlich soweit das möglich ist, ohne sie zu gefährden. Aber es gab an der Haustür ab und zu ein paar Gespräche und das war auch wirklich sehr schön. Und man hat die Leute kennengelernt und auch ein bisschen den Hintergrund erfahren und die Geschichte und erfahren, wieso man hier helfen muss. Und das bestärkt einen natürlich dann noch mehr in dem, was man tut. Und was ich da vielleicht noch einwerfen könnte, ist eben, dass wir eben gemerkt haben, dass die Menschen meist sehr einsam waren und wir bis heute noch Kontakt mit ein paar von ihnen haben und uns immer noch über WhatsApp eben austauschen. Und das ist immer sehr cool. Das ist und schön. Dass wir mit den Leuten auch manchmal telefonieren, dass sie uns anrufen, um zu fragen, okay, wie sieht es aus bei euch? Ich habe gehört, ihr wart nominiert eben für die Austria Gala. Wie ist es für euch ausgegangen? Und dann haben wir um die 30 Minuten Gespräche geführt mit den Leuten. Und das bereitet uns natürlich auch eine Freude, dass wir wissen, dass wir auch psychisch helfen können und nicht nur physisch. War das eigentlich schwierig, das Vertrauen der Menschen auch zu bekommen? Eigentlich gar nicht. Das war so, dass wir eben angerufen wurden und manchmal haben wir wirklich immense Beiträge bekommen und manchmal auch Kreditkarten, die uns eben gegeben wurden, um Einkäufe zu machen. Und wir sind oft an den Rahmen von 400, 500 Euro gekommen. Und das ist natürlich für uns auch, also für uns ist natürlich auch eine schöne Sache, dass uns die Leute vertrauen. Und ohne dass uns die Leute überhaupt kennen. Als 15-Jährige die Einkäufe erledigen und da wurden uns wirklich, und das war eigentlich sehr schön für uns, dass das Vertrauen so. Herr Schwertner, ich habe von Ihnen auch noch was ganz was Schönes gesehen, die Klinik-Clowns. Und dieses Stichwort Einsamkeit noch einmal aufzugreifen, die haben ja auch eine ganz besondere Aktion gemacht. Wir haben das Thema natürlich auch in unseren Senioren- und Pflegehäusern gehabt. Und da ist immer auch darum gegangen, wie kann man schauen, dass auf einer Seite der Schutz da ist, die Sicherheit da ist, aber trotzdem auch schöne Momente. Und da sind die Klinik-Clowns vorbeigekommen, sind über eine Hebebühne in Kärnten zu einem Senioren- und Pflegehaus auf zu den Fenstern auf Augenhöhe quasi hochgehoben worden, um hier ein bisschen auch freudige und positive Momente zu den Menschen zu bringen. Gerade ältere und pflegebedürftige Menschen sind ja Hochrisikogruppe.
Und da diese schönen Momente in den Vordergrund zu stellen, das war sehr, sehr spürbar und einfach auch schön. Und da hat es ganz viele unterschiedliche Initiativen gegeben. Gartenkonzerte, wo Freiwillige gekommen sind, musiziert haben, um die Menschen, die dann an den Balkon geführt wurden, entsprechend auch ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen Abwechslung in den Alltag zu bringen. Wobei ich sagen muss, die älteren Menschen waren sehr positiv und haben auch gesagt, wir haben schon so vieles überstanden, wir haben zum Teil Krieg erlebt, wir werden das mit dem Corona auch noch gut überstehen. Sehr viele Menschen haben im Moment so die Phase, dass sie manchmal ein bisschen sich denken, ich halte das jetzt nicht mehr aus, wie lange soll denn das noch gehen und es ist so schwierig und ich kann niemanden umarmen, niemanden sehen oder fast niemanden sehen. Wie geben Sie denn Zuversicht? Also ich habe diese Momente zwischendurch auch und ich merke das auch bei all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch bei den Freiwilligen manchmal. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, da ist es wichtig zu schauen, wie kann man sich wechselseitig stützen, auch durch diese Zeiten bringen. Ich glaube, wir brauchen in dieser Phase auch ganz viel Disziplin und das ist mühsam. Wir haben nach wie vor sehr viel Solidarität, aber ich glaube, man muss einfach auch schauen, auf was fokussieren wir. Fokussieren wir auf das, was gelingt, was positiv ist? Überlegen wir uns, was unser ganz persönlicher Beitrag auch sein kann und da kann jede Einzelne und jeder Einzelne was machen. Einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, ein bisschen hinzusehen, ein bisschen hinzuhören und schauen, wie kann man sich denn wechselseitig unterstützen. Was war denn für Sie persönlich, also aus Ihrem persönlichen Umfeld im Jahr 2020 schön, muss ich sagen? Ja, das war eigentlich ein schöner Moment. Also besonders schön war, dass ich mit meinen Eltern wahrscheinlich in diesem Jahr wesentlich öfter telefoniert habe als in den letzten Jahren, dass wir jetzt am Sonntag eine Adventfeier über Videokonferenz gemacht haben mit der ganzen Familie, weil wir uns persönlich nicht nahe sein konnten. Aber es sind auch genau diese Momente wie heute am Vormittag, wo ich in einer Lebensmittelausgabestelle von uns war im 23. Bezirk, zu sehen, diese Hilfsbereitschaft und auch eine Dame, die 59 Jahre alt ist, die vor kurzem noch hingekommen ist, weil sie ihren Job verloren hat, weil sie dringend Lebensmittel gebraucht hat, die vor kurzem jetzt wieder dort war, die Enkel selber zu Hause gebastelt hat. Sie hat wieder einen Job, sie braucht jetzt die Hilfe nicht und sie wollte sich gern bei den Freiwilligen bedanken, weil sie gesagt hat, ihr seid meine Enkel und diese Momente sind wirklich, wirklich stark. Mahmoud Elias, was nehmen Sie beide denn mit aus der Aktion für Ihr weiteres Leben? Naja, also ich muss zugeben, ich habe Gefallen an gemeinnütziger Arbeit gefunden und ich fand natürlich, dass das, also es hat mich einfach sehr gefreut, Menschen zu helfen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das, was ich mir mitnehme, ist auf jeden Fall, vielleicht mal ein paar mehr Initiativen zu gründen, vielleicht mal zu überlegen, was man noch machen kann. Und ja, das wird wahrscheinlich. Elias? Ja, ich habe hier auch sehr viel mitgenommen. Es ist natürlich eine sehr neue Erfahrung auch für mich gewesen. Und es ist schön, Menschen zu helfen. Und ich werde das, glaube ich, auch in die Zukunft mitnehmen. Vielleicht, wenn ich öfters, wenn ich sehe, ich kann wo helfen, vielleicht auch wirklich helfen, als ich es bis jetzt getan habe, weil man merkt auch, dass die Hilfe wirklich mit offenen Armen empfangen wurde und dass man hier auch wirklich Menschen helfen kann und dass das auch Leute freut. Läuft die Aktion eigentlich noch? Ja, also sie läuft. Natürlich haben wir Schule, da können wir jetzt nicht so viel machen wie davor. Die Aufträge sind nicht wie am Anfang. Aber die Aktion läuft noch. Also falls irgendwer Hilfe braucht, unbedingt anrufen. Wir machen das gerne. Und was ist so Ihr, wie soll ich sagen, 2021, worauf freut ihr euch 2021? Natürlich freuen wir uns mehr, wieder Freunde zu sehen, dass man auch wieder in größeren Gruppen was machen kann, wenn das mit der Impfstoff funktioniert. Dass das ein bisschen zurück in die Normalität hinein und weniger aus diesen besonderen Situationen und wieder das normale Leben genießen. Und ich glaube, man wird es auch mehr genießen als vielleicht davor, weil man weiß, wie es anders sein kann. Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank, Elias Bacher, vielen Dank, Mahmoud Mahmoud. Dankeschön. Und vielen Dank, Klaus Schwertner. Ja, da gibt es also schöne Sachen, auf die man sich freuen kann. Worauf freuen Sie sich denn nächstes Jahr? Wir haben nachgefragt. Also ich freue mich, dass man wieder hoffentlich bald wieder Sport treiben kann, Wintersport treiben kann. Ich hoffe, dass wir Impfung kriegen und dass es sich wieder normalisiert. Leute wieder umarmen zu dürfen und mich mit Freundinnen zusammenzusetzen oder mit Freunden. Aufs Tanzen. Ein bisschen mehr Party machen, weil ich glaube, das brauchen wir jetzt alle. Vor allem auf richtig viel fetten Pass. Ich würde hoffen, dass das Wacken-Festival stattfinden könnte, weil da wollte ich heuer schon hinfahren. Ja, ich kann einen endlichen Führerschein machen. Aufs Essen gehen. Also ganz explizit auf alles, was ich nicht kochen kann. Wir machen jetzt beide Matura. Also wenn es möglich ist, werden wir einfach es schaffen und wenn wir auch gemeinsam einfach feiern können eigentlich, oder wegfahren können. Auf das freue ich mich schon, wenn das möglich ist. Definitiv aufs Reisen. Thailand, Australien, ganz weit weg und
Strand, Meer, ein bisschen entspannen wieder. Ja, dass der Familie gut geht, dass mir gut geht, gesundheitlich. Und dass alles besser wird. Nicht? Genau, das ist das Wichtigste, dass alle gesund sind. In diesem Sinne, vielleicht überlegen Sie sich ja auch noch ein paar Sachen, auf die Sie sich nächstes Jahr freuen. Das kann nie schaden. Von Tag 1 war es das für dieses Jahr. Alles Gute für Sie. Gleich gibt es die ZIP Nacht und danach die Reportage Die Wintercamper. Schönen Abend noch.